Schauen Sie, wir haben hier ein bisschen Urwald, und dass wir da uns mal ausruhen von diesem Wahlkampfstress. Kommen Sie hier auch rauf, setzen Sie sich auf den... Ja, das wäre bei den Gorillas. Und ich bin so fix und fertig, ehrlich gesagt. Es ist die vierte Sendung in dieser Woche. Ich lege mich einfach ganz kurz mal hin, Herr Strübeler. Also... Ich hatte das kommen sehen, Herr Ströbele. Grüß Sie, Markus Feldenkirchen. Dieser Mann ist seit Tagen schon ein Wrack. Wir hatten das alle kommen sehen, dass es irgendwann kippt und nicht mehr geht. Sie können sich das nicht vorstellen, wenn er eine Sendung macht, ja, und jetzt 5 in Folge, das ist so, jeden Tag wird es ein Stück weniger. Der hat das ganze Team hat er bombardiert mit SMSen tief in der Nacht, der kann dann nicht mehr schlafen. Ich glaube, da helfen dann auch die Mischung, die er da nimmt, an Schlaftabletten, irgendwann nichts mehr. Heute Morgen dachte er noch, er würde krank. Ich glaube, seine Familie ist schon zu Hause ausgezogen. Ist jetzt nur unangenehm für Sie? Oder Sie sind ganz relaxed eigentlich, ne? Na, ich gucke begeistert diese Affen da. Ach so. Ich versuche da den Silverback zu entdecken, aber also den Chef. Der ist hier unten. Das heißt, Sie gucken gar nicht auf ihn. Doch, manchmal. Ich denke, was macht der denn da? Aber stört Sie nicht weiter? Nee, das ist, wenn Sie da mal waren, kann ich eben nur raten. Ist faszinierend. Okay. Irgendwie kommt man da in seine eigenen Gene zurück. Ja. Würden Sie mir trotzdem helfen, ihn zu wecken? Also ich weiß nicht, welche Mischung Schlaftabletten er jetzt drin hat. Das wird immer sehr, sehr schwer. Wollen wir mal kurz gemeinsam versuchen, ihn wach zu kriegen, weil das ist auch unwürdig. Ja, klar. Haben Sie ein Rezept? Wie wecken Sie Ihre Frau? Na, das zeige ich Ihnen nicht. Nicht? Okay. Benjamin. Sehr wirklich, Benjamin. Continental, but diamonds are a girl's best friend.